Jetzt zündet er. What? Hugo. Nein, ich versuche das Schwein abzutreffen. Ich auch. Sind da Minecarts jetzt drin? Weil die mehr Bums machen. Die haben richtig krasse Sprengkraft. Allerdings nur vertikal. Ich bin mal gespannt, was mit dem Tor passiert. Du weißt, dass so ein Ding auf dein Grundstück zufliegt in Craft Attack. Ja, das ist eine geile Vorstellung, was? Aber von weit weg, so du weißt jetzt, okay, das kommt jetzt halt gleich, du kannst es nicht mehr aufhalten. Okay, und Achtung, jetzt zündet er. What the fuck? Was? Alter. Das war so cool, Alter. Das Beste von allem ist, die Flying-Maschine geht niemals kaputt, die Flying-Maschine bleibt immer heile. Digga, das auf Base wäre echt lustig. Ja, ne? Ja, das wäre fucking Content, das wäre krass. Ja, auf welche Base schicken wir das denn? Wollen wir Hugo, auf Trimax War? Ey, Hugo! Trimax hat ja eigentlich dich gekillt, ne? Die haben schon wieder gut. Ja, ja, ja! Trimax hat dich gekillt! Oha. Wir lassen das Ding. Wir lassen das Ding auf Höhe des Spawns, lassen wir es losfliegen und es fliegt so lang und wir. Das wird. Digga, das wird krass. Alter, wollen wir das irgendwie. Keine Ahnung. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wir könnten rein theoretisch wirklich so ein Ding jetzt in der Nähe des Spawns bauen, auf der Höhe von Trimax Warten. Wir lassen das Ding einfach geradeaus durchfliegen. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Was geht, meine lieben... Oh, ich sehe von hier perfekt die Schulter. Ist gut, ne? Ist sehr gut, ist sehr gut. Okay. Ich mach hier jetzt, also... Ich mach nicht mit, glaube ich. Jetzt fängt es deshalb an zu regnen, Hugo. Du sprichst immer davon, dass du ein Macher wärst. Oh mein Gott, Digga! Jawohl, Isa! Oh mein Gott, Digga! Isa, zeig sie mal! Im Moment deinen Schwanz ab! Was? Jawohl! Halt's mal! Oh Isa, du hast ihm sowas schon gezeigt, ey. Er fliegt weg wie so eine. Super, Isa, ey. Digga, ich muss weg! Wie eine Motte. Ja, Isa, ist wie eine. Doch. Ich drück. Hugo, stopp, wenn du das jetzt machst, ja? Dann fliegt dieses Geschoss los auf den Warren von Trimax. Du hast gesehen, wie krass es explodiert bei den Häusern und bei dem Turm. Traust du dich das, Hugo? Isa möchte. Ich finde, Isa muss jetzt mal beweisen, dass sie es verdient hat, hier mitzumachen. Nein, Hugo. Nein, Isa, du jetzt. Wir machen dich hier eine... Nein, hallo, ich hab genug gemacht. Nee. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, hä? Ich hab... Oh, das dauert zu lang. Als Maul. Isa, wir haben extra eine Treppe gemacht. Du ziehst Isa, los. Ein. 28 TNT, yeah. Mein Katz. Okay, das Ding ist... Hier ist meiner sogar länger. Das Ding ist weg. Das stimmt nicht. So, also muss jetzt hier jemand hier das drücken? Ja, traust du dich? Ja, schon. Traust du dich wirklich? Ich sag, du traust dich eh nicht. Ich kämpfe hier gerade mit meinem Hund. Ja, Hugo, wach doch! Isa, wenn du die Maus da drauf legst, stopp, warte mal kurz, du könntest deine Maus da drauf legen, ja, und dein Hund könnte da drauf drücken, Isa. Nein. Doch. Lass das so machen. Ich bin kein Du, gleich fliegt ein Phantom in das Minecart, das ist genau so. Kass, du wolltest doch schon immer mal einen Schalter umlegen, oder? Guck mal. Guck mal, das ist doch nur ein kleiner... Ich glaub, hier gibt's noch andere Heiko, Spenden, die unbedingt Heiko, mal guck Schalter mal. Umlegen wollten. Guck mal, das ist so ein drück den Schalter und überlege, was passiert, Ding. Ja. Heiko, traust du dich das? Wir, habt ihr ein Bett? Ja, also zurück zum Geschäft, Leute. Da ist ein Knopf. Wer von euch möchte den umlegen? Mit vollster Verantwortung. Hugo, mach doch einfach. Hugo, Digga, du sagst immer, du bist ein Vater, fucking Macher oder du machst gar nichts. Ja, ist so. Bin Hugo, ich Digga. Plus ein. Mach doch, ja, geh doch hoch und drück doch. Oh, ho, ho. Ah. Hugo! Max, quitte das Projekt. Junge, das dauert jetzt erstmal eine halbe Stunde. Wie lange stehen wir jetzt hier? Wir müssen ein bisschen mitfliegen, ansonsten wird das Ding nicht permanent geladen, oder? Können wir nicht draufstehen? Alter. Jetzt fliegt da so ein Turm vom Park rein. Alter, mach einfach eine Kurve. Was ist mit Joe, ey? Und Spark hat uns noch gewarnt vor. Hugo stirbt! Ja, passiert. Hab ihn.
Ja, lass uns mal mitlaufen, Leute. Dieser. Obwohl mir das so sehr. Vor Spark guckt so aus seinem Thronsaal raus, guckt so aus dem Fenster und dann stehen wir so alle auf der Maschine und reiten so daran vorbei. Tja, wie das wie so ein Dartpfeiler nach vorne fliegt, ey. Ja. Oh Gott, wer ist das? Das Sebo, oder? Immer das kaputt. Sebo! Oh Gott! Alter, er wäre so tot gewesen, hätte er was gemacht, ne? Ja, ja. Der muss retten, der muss das Ding stoppen. Ich glaube, Sebo fühlt sich gerade echt wieder auserwählt. Sebo denkt sich so, Digga, was? Ja, Bro, was? Hä? Was glaubst du, was in seinem Chat gerade abgeht? Ja, ja, glaube ich auch. Max ja, spielt ja doch gerade gar nicht, oder? Ja, eben. Was? Was ist bei dir, Hugo? Wir müssen diesen Baum hier preisen, Leute. Aber Hugo, du hast doch gedrückt. Ja, hab ich. Habt ihr Langeweile? Ja. Ey, Leute, schnell, hilft mir! Ihr wollt den Warden springen, ist das richtig? Leute, die wollen den sprengen. Ja. Also Hugo wollte den sprengen. Nein. Okay, dann werde ich jetzt die Maschine während des Fluges jetzt zerstören. Wenn du die abschaltest, explodieren 25 TNT-Mikas, dann ist dein ganzes Tough weg. Dann ist dein ganzes Tough weg. Sebo. Tut mich nicht, Sebo, bitte. Sonst, Weird Champ. Nein. Weird Champ. Ich mach wirklich nichts. Wirklich also ich werde davor. Also die ist so gebaut, Simo, dass wenn sie stehen bleibt, explodiert sie halt instant, ne? Aber du könntest natürlich der Retter sein, Simo, ne? Also ihr wisst auch schon, dass wenn ihr das jetzt macht, dass Max wieder aufhören wird zu spielen. Das ist euch bewusst, ne? Und es. Ja, Hugo, aber das wäre halt der ganze Stuff weg. Simo, der ganze Stuff wäre weg. Junge, lass ihn einfach dahin jetzt gehen und dann. Und da gehe ich auch rein. Sebo, warte. Wie viel? Wenn jetzt, also ich glaub dir, Joe, wenn da jetzt irgendwas kaputt geht, ohne Scheiß, das wird so eine lange verdammte Nacht für mich. Hier steht nichts mehr von euch am Ende des Tages, ich sag's euch. Ich dachte, du sagst, du reparierst alles, aber du willst alles kaputt. Ja, dachte ich auch, hä? Hä? Du kannst ja einfach den Arm reparieren. Du kannst doch einfach den Arm machen. Sebo, auf einmal 5 Persönlichkeiten. Nee, mach das nicht. Moment, ich gönn's ihm. Wenn ihr das. Oh, Leute, es wird sehr ernst langsam. Bro, wie viel Leben hatten Warden? Nicht genug. 500. Oh Gott. Oh je. Yeah. Oh. Oh. Und? What? Digga, warum ist das so hochgegangen? Junge, ich dachte gerade wirklich, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert, ne? Hä, warum ist das da durchgeflogen? Ist da durchgegangen? Alter. Schiss ab, Hugo. Nein. Wie macht man die kaputt, ohne dass es kaputt geht? Wegen euch haben mich die Leute gerade beleidigt als Kameraden. Ja. Digga. Ich wurde gottlos beleidigt, Digga. Ja, aber obwohl die Leute wussten, es ist fake, die wollte ich trotzdem beleidigen, Hugo, wie ich auch. Nein, die wussten alle, die dachten alle, das gibt es. Aber. Junge, Digga. Ich hab jetzt schlimme 10 Minuten. Der Fokus wäre wirklich kaputt gegangen. Oh mein Gott. Boah, ich glaube, nächstes Jahr wäre Trimax nicht mehr hier. Scheiße. Aber es wäre halt wirklich actually möglich, den Warden komplett zu sprengen, ne? Ja, aber doch nicht. Also, glaubst du, mit einer einzigen Zünd... Also mit einer Query. Ich würde eine Query oben bauen, die den von oben nach unten abrasieren lassen. Ja, okay. Ja, aber das ist ja... Ja. Ich sage auch, so schön wäre es jetzt nicht gewesen. Wir hätten es noch locker reparieren können, ja, oder? Also... Naja, halt die Großexplosion halt action null. Nee, Mann, hätte nicht sein müssen. Also wirklich, was explodieren hätte nicht sein müssen. Aber selbst wenn das jetzt so, keine Ahnung, 10 Blöcke Radius wäre, dann wäre es trotzdem ein geiler Actionfilm, weil so ein Flugzeug dahin fliegt, immer in die Richtung. Und ja. Also ihr Lieben, jetzt runterkommen, ihr seht, also wir würden, oder zumindest ich würde niemals einfach so den Golem von Trimax sprengen, denn das ist tatsächlich schon eine ziemlich witzige und coole Sache und ich würde einfach so nicht so Sachen kaputt machen. Trotzdem war es ein lustiger Prank und ich glaube, es war sehr, sehr actionreich für die Leute auch live vor Ort. Hat es euch auch gefallen? Lasst gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.